Hallo? Ja, hallo. Ja, guten Tag, also Daniel Kreismann ist im Apparat. Spreche ich bitte mit Herr Steiner? Ich grüße Ihnen dann zuerst, Herr Steiner. Ich melde mich von SwissFX Bank, also wir sind eine internationale Online-Trading-Plattform, Roboter-Trading. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich habe euch heute wieder drei Anrufe mitgebracht mit drei wahnsinnigen Betrügern, die es, naja, immer wieder mit der gleichen Masche probieren. Jeder auf seine eigene Art und, naja, jeder nicht besonders intelligent. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen drei Telefonaten. Heißt das Swiss Fake Bank? Also, Swiss CX, also Bank. Aha. Sie können dann beim Google gehen und dort, Sie können dann unsere Seite finden. Ich kann das buchstabieren für Ihnen. Wo soll ich hingehen? Also geben Sie S wie Siegfried, W wie Wagen. Ich soll Siegfried was zu essen geben? Entschuldigung? Ich soll Siegfried was zu essen geben? Also, sind Sie beim Google-Seite, damit ich Ihnen buchstabieren? Also. Was wollen Sie denn von mir überhaupt? Ich möchte Ihnen dann zuerst unsere Seite vorstellen und zeigen, was wir uns bitten als Firma. Ja, das müssen Sie aber dann auch so sagen. Sie haben Interesse gezeigt beim Online-Trading. Ja. Jawohl. Und wir sind also von Firma Swiss CX Bank. Haben Sie mich verstanden, bitte? Nicht so wirklich, nee. Dafür ist das Deutsch zu schlecht. Ist die also, hören Sie mich nicht gut, oder wie? Ja, doch hören schon, aber ja. Nicht verstehen. Was haben Sie nicht verstanden? Können Sie mir sagen? Ja, alles, was Sie so sagen. Sie sind ganz undeutlich. Sie haben so ein schlechtes Deutsch, dass man Sie kaum versteht. Also, weil ich bin nicht aus Deutschland. Ja, merke ich. Ja, ich bin aus London, England. Das glaube ich nicht. Also, das glauben Sie nicht? Wieso? Das verstehe ich nicht, also. Ja, ist ja egal, glaube ich trotzdem what nicht. Do you mean, what do you mean? Genau. Genauso ein schlechtes Kakerlaken-Englisch wie Kakerlaken-Deutsch. Was meinen Sie mit das also? So wie ich gesagt habe. So meine ich das. Aber ist auch egal. Also, ich bin hier, weil Sie haben Interesse gezeigt. Und dann, Sie sagen mir jetzt, das glauben Sie mir nicht. Also, für was glauben Sie mir nicht? Ja, naja, weil das klingt gelogen. Was ist denn gelogen? Also das verstehe ich nicht bei Ihnen. Was meinen Sie mit glaube ich nicht also? Was glauben Sie nicht also? Herr was glauben Steiner? Sie nicht also? Was glauben Sie nicht also? Was glauben Sie nicht also? Das zum Beispiel. Also gehen Sie beim Google Seite und finden Sie... Man kann beim Google nicht gehen. Das heißt, jetzt pass mal auf. Das heißt, starten Sie Ihren PC, dann schalten Sie bitte das Internet ein und dann gehen Sie auf unsere Webseite. Gehen Sie im Google Gipfel. Das einfach nicht. Das existiert nicht, was du da sagst. Man kann nicht im Google gehen. Wie kann man so eine Kanackensprache sprechen? Wirklich, wie absolute Kakerlake. Okay, dann starten Sie Ihr PC. Ja, dann mache ich den jetzt an. So, Computer ist an. Und okay. Was sollen wir denn da für eine Scheiße machen? Also, beim Google-Seite, Sie können dann unsere Seite finden. Also, wenn Sie dort dann SwissFX Bank geben. Ja, aber ist das nicht kompliziert, auf Google zu gehen? Kann ich nicht einfach die Domain oben eintippen? Okay, dann soll ich Ihnen buchstabieren, dann unsere Seite dann. Ja, die Domain ist ja viel einfacher, okay. Weil wenn ich auf Google gehe, dann sehe ich aber die schlechten negativen Bewertungen. Okay, also, nein, Bewertungen, Sie können dann selber sehen, also über unsere Firma. Das ist kein Problem für mich. Dann schreiben Sie mal... S wie Siegfried, ja. W wie Wagen. Was, Moment? S, ja. Dann W, ja? Ja, dann kommt ein I wie Ida. Ja. Nochmal Double S. Ja, und dann? T wie Frau, oder? Was? Also ein P? Nein, nicht P, Frau. Also S-W-I-S-S. Also Swiss, like Switzerland. Ja, und dann? Und dann kommt ein... CX. Ein C und ein X. Nein, nicht C. Frau. Aha. Ach, Flex. Ja, Flex oder ja. Ja. Dann hab und ich... dann ein X. Ja. Und dann zusammen machen sie auch Bank. Bertha, Anton, Nordpol. Was ist noch Bank dahinter? Bank.com dann. Alles zusammengeschrieben ohne Bindestriche und ohne irgendwelche Sonderzeichen. Okay. Alles zusammen.
swissfakesbank.com. Mhm. Guck mal. Naja, guck mal. Die Domain hat ja schon mal hingehauen. Haben Sie dann? Ja, ich hab die erstmal auf, aber ich bereite gleich meine nächste Frage vor. Mhm. So. Dann, so. Wie lange existiert denn die Firma schon? Also wir als Firma seit 13 Jahren. Mhm. Und die Webseite? Auch die Webseite. Also wie meinen Sie mit Webseite? Also die Webseite nicht seit 13 Jahren, weil natürlich gibt es immer Update. Aber als Firma meine ich. Ja, das war jetzt nicht die Frage, aber... Die Webseite wurde geupdatet und deswegen hat man nicht seit 13 Jahren die Webseite oder die Domain. So ein Quatsch. Also wenn ihr bei eurer Bank nachguckt, wie lange die Domain der Bank schon existiert, dann wohl genauso lange wie die Bank wahrscheinlich selbst. Also natürlich ausgenommen den Zeitraum, wo wir noch kein Internet hatten. Aber die Betrüger, die wollen einem jedes Mal wieder glaubhaft machen, dass die einfach mal ihre Webseiten ändern und eine komplett neue Domain haben. Also es wäre mir nicht bekannt, welche seriöse Firma zwischendurch einfach mal den Namen seiner Webseite ändert und eine komplette neue Domain dafür kauft. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, denn letztendlich will man ja als Firma einen Wiedererkennungswert haben und immer wieder erkannt werden und nicht jedes Mal einen neuen Namen haben. Tja. Das liegt wohl daran, dass die Betrüger jedes Mal einen neuen Namen brauchen, da die sonst ganz schnell bei den Kunden oder bei den potenziellen Opfern auffallen, wenn der Name schon bekannt ist. Und das ist der einzigste Grund, warum die ständig eine neue Domain haben. Ich gucke mal, wie lange das die... ob das stimmt. Das kann man ja nachgucken. So, da haben wir schon gelogen, ne? So alt ist die Webseite wohl noch nicht. Die Domain... SwissFXBank.com wurde gekauft, wann die gebucht wurde, ist 2021 und zwar am 29.06. Nur erkläre mal, wie das 13 Jahre sein kann. Wie meinen Sie mit gekauft? Also? Die Domain, die Webseitenadresse, also SwissFXBank.com gibt es erst seit dem 29.06.2021. Vorher gab es diese Domain noch nie. Das ist ein Update, also... Nee, das hat nichts mit Update zu tun. Da wurde die ganze Domain erst gekauft. Also ist die Firma nicht mal ein Jahr alt. Als Firma SwissFX Bank, also... Es ist seit 13 Jahren... Nee, das ist ja Quatsch. Das ist Quatsch. Das ist absoluter aber Quatsch. Nicht eine Website. Das kann man hier... das kann man hier prüfen. Das kann man hier prüfen im Internet. Wir Deutschen sind nicht alle blöd. Wir fallen nicht alle auf euren Betrug rein. Da hat das gesagt, also... Es steht doch hier, Registrar, wann das ganze Ding hier registriert wurde, die Domain, wann überhaupt da was das erste Mal ans Licht gekommen ist im Internet von euch. Am 29.06.2021. Wann? Hab ich nicht gehört? 29.06.2021, ich kann dir sogar die Uhrzeit sagen, um 11.34 Uhr und 28 Sekunden, da ist diese Domain created worden. Und was meinen Sie dann mit das? Ja, dass du mich gerade angelogen hast. Eure Firma ist keine 13 Jahre alt. Also, unsere Firma hat es seit 13 Jahren... Nee. Also... Nein, das stimmt nicht. Nein. Nicht bei dem Website, also wie meinen Sie... Nein. Meinen Sie, dass ich kann doch... unserer Seite... Hallo. Im Internet? Ich bin nicht blöd. Eure Firma existiert noch nicht mal ein Jahr. Noch kein ganzes Jahr. Nicht mal eins. Nicht mal eins. Also, du lügst. Du hast es, bin nicht du. Okay. Tja. Und, ach, gucke mal, und hier war man sogar schlau genug, eine richtige Telefonnummer hinzuschreiben. Boah, ist ja geil. Die funktioniert. So, dann können wir mal gucken, wo ihr herkommt. Hier steht, so, ach, hier sind sogar Namen eingetragen. Ich glaube, hier ist irgendjemand richtig blöd gewesen bei euch. Na gut, der Server liegt wieder auf Cloudflare. Das ist natürlich kacke. So, dann gucken wir mal, aus welcher Region ihr denn wirklich kommt. Weil aus England bist du ja nicht, das wissen wir ja auch. Mal die IP aufschlüsseln, ne? Welche IP dahinter liegt, hinter der Domain. Das kriegen wir auch noch raus. Na gut, über Cloudflare ist wieder schwierig. Da kommen wir so schlecht an den Server ran. Aber ich probiere es mal. Ich schick mal einen Ping und dann können wir mal gucken. Also. Was denn? Ja, was möchtest du denn nebenbei loswerden? Wie ich gerade eure Firma hacke, möchtest du das vielleicht weitergeben? Du könntest ja deinem Chef nebenbei mal erzählen, dass gerade versucht, jemand bei euch in dieses Thema einzubrechen.
So, die IP haben wir auch. 85.10.197.155. Gucke, da haben wir das schon. Und jetzt gucken wir, wo der Server steht. Und dann schalten wir gleich die ganze Webseite aus. Und dann hat er wohl ganz schnell gemerkt, dass da, tja, was dran ist von dem, was ich so erzähle. Tja, denn die Webseite, die war erstmal offline. Mittlerweile auf einem neuen Server und, wieder frei. Das letztendlich kann man Webseiten blockieren, indem man sie einfach überfordert. Und diese, tollen, sehr schlauen Betrüger nutzen virtuelle Server. Das heißt, oder grundsätzlich ist halt billiger für eine Webseite einen virtuellen Server zu nutzen, bedeutet aber, da sind ganz, ganz viele Webseiten auf dem Server und ganz, ganz viele virtuelle Server drauf erstellt, so dass man den Server, den man eben besitzt, so bedienen kann, als wäre es ein ganzer Server. Und so kann man eben die Webseiten darauf erstellen und bedienen und alles damit diesem Server eben machen, die Datenbanken ablegen und so weiter. Und wenn man da ganz einfach die Schnittstelle zu diesem Server überflutet, das heißt, so viele Anfragen schickt, dass letztendlich der Server gar nicht mehr reagieren kann und von außen kein Platz mehr ist, dort reinzukommen, ist die Verbindung erstmal dicht und der Server down und die Webseite nicht erreichbar. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Gespräch. Hallo, schönen guten Tag. Roman Schweiger, mein Name, von der Firma Access Capital. Spreche ich mit Gerold Schaukelt mit? Ja. Ich rufe Sie an bezüglich Ihrer Anmeldung auf unserer Plattform. Ich sehe, Sie haben sich da angemeldet. Was wären denn Ihre Interessen? Bitcoin steht hier. Was ist das für eine Plattform? Bitcoin API. Sie haben sich da angemeldet. Unsere Firma heißt Access Capital, aber wir arbeiten mit vielen verschiedenen Unternehmen, wo es verschiedene Angebote haben, wie zum Beispiel Bitcoin, Aktien, Rohstoffe und Zeug. Haben Sie daran ein bisschen Interesse? Nee. Wir haben gute Angebote. Wir haben Bonusgelder, die Sie von uns zugesprochen bekommen. Wir haben eine gute Kundenunterstützung. Wir haben Finanzberater, die Sie beraten werden, Ihnen helfen, Ihr Geld zu vermehren und das Robotsystem. Sie müssen dafür nicht mal viel Zeit investieren. Täglich 15 Minuten, Sie können sich ein stabiles Nebeneinkommen aufbauen. Wie klingt das für Sie? Wie das für mich klingt? Tja, wie absolute Abzocke. Denn durch keine Leistung kann auch kein Geld entstehen. Ich meine, sicherlich gibt es irgendwie Möglichkeiten, durch möglichst wenig Arbeit möglichst viel Geld zu verdienen. Ja, das ist alles möglich auf dieser Welt. Aber durch gar keine Leistung und nur eine Einzahlung Geld zu generieren, naja, das funktioniert höchstens bei der Bank und mittlerweile auch da nicht mehr so wirklich. Es ist eigentlich nur noch, erschütternd, dass die das immer weiter probieren und die Menschen, eigentlich da packen wollen, wo sie es gerade nötig haben, bei der Kohle. Denn, so viel haben die meisten nicht und freuen sich natürlich drüber, wenn man irgendwie ein Angebot bekommt, wo man heute noch vernünftig Zinsen bekommt. Und darauf soll das Ganze hier wahrscheinlich abspielen. Die nutzen einfach die komische wirtschaftliche Lage von Deutschland aus, um, den letzten Rest an Geld von den Leuten in Deutschland noch zu ergaunern. Mehr Sinn hat das hier einfach nicht. Irgendwie unseriös. Unseriös, ja. Ich kann Ihnen eine E-Mail schicken und in der E-Mail können Sie sich das alles anschauen. Das ist eine offizielle Seite und das ist alles ganz seriös, auch wenn Sie sagen, dass es unseriös ist. Naja, es beginnt ja schon mit der Unseriösität, dass Sie einfach anrufen. Ja, aber Sie haben Ihre Daten hinterlassen. Das ist meine Arbeit, Sie anzurufen. Sie haben sich auf der Seite angemeldet und Ihre Nummer und E-Mail haben Sie da nicht hinterlassen. Nein, E-Mail nicht. Sie haben Ihre Telefonnummer hinterlassen und Ihren Namen und haben sich bei der Seite angemeldet. Sonst hätte ich nicht Ihre Daten auf meinem Computer. Aha. Ja, hallo? Klingt trotzdem unseriös. Kennen Sie sich überhaupt aus im Börsensegment? Wissen Sie, was das überhaupt ist? Was Sie da für Möglichkeiten haben? Ja, auskennen wäre zu viel gesagt. Sie kennen ja, ganz bestimmt kennen Sie Kryptowährungen, ja? Es gibt ja über 600 verschiedene Kryptowährungen, die steigen und sinken. Zum Beispiel für Leute, die auf die Schnelle, also schnell viel Geld verdienen möchten, ist zum Beispiel Bitcoin sehr gut. Da gibt es ein höheres Risiko, aber Sie können damit viel Geld verdienen. Aber also man merkt ja schon wieder viel Luft und viel Wirbel um überhaupt nichts. Der sagt hier zum Beispiel, es gibt über 600 Kryptowährungen. Nein, das ist weit gefehlt. Es gibt deutlich mehr als 10.000 Kryptowährungen.
Also, dass der Typ sich nicht mal im geringsten mit dem ganzen Thema auskennt, das sollte spätestens hier klar sein. Aber naja, was er da auch so alles von sich gibt, ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Denn letztendlich kann, also das ist ja hier nicht mal ansatzweise ein Verkaufsgespräch, sondern einfach nur Blabla. Wenn Sie sich ein sicheres, stabiles Nebeneinkommen aufbauen möchten, können Sie einfach auf Forex handeln. Forex, das ist ein Devisenmarkt, ja? Das ist ein Online-Devisenmarkt. Dort werden verschiedene Währungen, ja, wie Dollar, Euro, Yen, kanadische Dollar, werden untereinander gehandelt. Also das heißt, wenn der Dollar jetzt sinkt, ja, um ein paar Prozent, dann wird der Dollar gekauft. Und dann, wenn der Dollar wieder steigt, dann wird er wieder verkauft. Und das Gleiche passiert auch mit Euro und allen anderen Devisen, ja. Und das, ich habe Ihnen ja gesagt, das Robotsystem macht das automatisch. Deswegen müssen Sie auch nicht viel Zeit darin investieren. Sie müssen sich nur täglich einmal auf in Ihr Handy reinschauen, 15 Minuten, mal schauen, was mit Ihrem Geld so passiert ist, wie viel Sie dazu verdient haben. Und einmal die Woche, am Wochenende, mit unseren Finanzberatern, ja, telefonieren. Und er würde dann Ihnen ja, Ihre Schritte erklären, was Sie machen könnten, wie sie ihr Geld verdienen könnten, und wird ihnen gute Tipps geben, ja. Und das ist eher das Sichere, ja. Da bei Forex sind sie immer auf der sicheren Seite, das ist das Gute. Und falls sie mehr Interesse an Bitcoin haben, ja, da hängt es immer, der Trick dabei ist immer, zur richtigen Zeit in das richtige Produkt zu investieren, ja. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Zum Beispiel, wenn Sie vor einem Jahr in Shiba Coin, kennen Sie Shiba Coin? Das ist auch eine Kryptowährung. Ja, das ist diese Spaß-Kryptowährung, die nicht ernst zu nehmen ist, richtig, ja. Nein, das haben Sie falsch verstanden, da sind Sie nicht gut informiert. Wenn Sie vor einem Jahr in Shiba Coin investiert hätten, 1.000 Euro, wenn Sie 1.000 ja, Euro alles vor weg, einem Jahr ja. in Shiba Coin investieren, nein, dann wären Sie heute Millionär. Das ist Quatsch. Ja, Sie müssen sich da ein bisschen mehr informieren. Und ich muss mich gar nicht informieren. Sie sagten doch, dass Sie keine Ahnung davon haben. Ja, aber ich muss mich ja auch nicht informieren, wenn ich nicht will. Ja, wenn Sie nicht wollen, ganz bestimmt nicht, aber ich kenne keinen Menschen, der nicht Geld verdienen will, also ich weiß nicht. Ja, aber da kann ich mein Geld auch aus dem Fenster werfen, das ist seriöser. Nein, dann, das sind falsche Informationen, die Sie da haben. Das ist keine falsche Information, das ist meine Einstellung zum Thema. Das dürften wir gar nicht, weil Sie sind eine ganz legale deutsche Firma. Und bestimmt, deswegen rufen Sie auch illegal an. Wieso rufe ich Sie denn illegal an? Ja, wo haben Sie denn das Opt-in? Meinen Sie, von wo ich Ihre Daten habe? Nee, woher Sie das Opt-in haben, nicht woher Sie meine Daten haben. Weil von mir haben Sie kein Opt-in, mich anrufen zu dürfen. Das brauchen wir auch gar nicht, wenn Doch, Sie sich auf unserer Seite anmelden und Ihre Nummer hinterlassen, auf einer Online-Plattform, wenn Sie Ihre Nummer hinterlassen, selbstständig, dann brauchen wir das nicht. Dann können wir Sie ganz normal anrufen. Ja, und woher wollen Sie wissen, dass ich das war? Dafür brauchen Sie ein Double-Opt-In und das haben Sie nicht. Ja, das wäre dann eine ganz andere Sache. Das wäre dann Datenmissbrauch, aber der Datenmissbrauch wäre nicht von uns ausgegangen, sondern von dem, der Ihre Nummer dort eingetragen hat. Aber Ihr missbraucht doch gerade die Daten. Ja, aber wir brauchen Daten von Leuten, die interessiert sind zu investieren. Ja, aber deswegen dürfen Sie doch nicht anrufen. Ja, sicher dürfen wir das, wenn Sie freiwillig Ihre Nummer dort eintragen. Nee. Natürlich dürfen wir das. Erst nach einem Double-Opt-In und das haben Sie nicht. Was denken Sie, wie all die anderen Firmen, legale Firmen, seriöse Firmen, wie wir alle arbeiten? Das ist ja unsere Arbeit. Ja, die seriösen Firmen, die arbeiten mit einem Double-Opt-In und die unseriösen Firmen eben nicht. Und da gehört ihr wahrscheinlich dazu. Nein, genau eben nicht. Da sind Sie falsch informiert. Naja, aber ich bin nicht falsch informiert. Ich weiß ja, dass ich Ihnen kein Double-Opt-In gegeben habe. Gucken Sie, und jetzt haben sie wieder irgendjemanden um 250 Euro beschissen. Deswegen läutet da die Glocke im Hintergrund und die Leute klatschen. Nein, das ist unsere Arbeit, ja? Wenn jemand, ja, Leute abzocken. Wenn jemand, nein, da sind Sie falsch informiert. Ich bin nicht falsch informiert. Und wenn wir einen neuen Kunden gewinnen, das ist so Motivation, so arbeiten wir. Ja, das machen nur illegale Firmen so. Nein, das macht jede andere Firma auch. Doch, so. Da gibt es ja ganz viele Videos auf YouTube, die davor warnen, wenn da Leute im Hintergrund klatschen und Musik im Hintergrund läuft, dann sind das immer illegale Firmen. Ja, das sind illegale Firmen, vielleicht aus England, vielleicht von sonst irgendwohin, aber das sind ganz bestimmt keine deutschen Firmen. Ja, und warum rufen Sie mich mit einer gespooften Rufnummer an, die nicht rückrufbar ist? Das ist auch illegal in Deutschland. Weil wir ein Callcenter sind. Ja, und ein Callcenter muss rückrufbar sein.
Ich rufe hier täglich über 300 verschiedene Nummern an. Ja, das ist ja technisch schon mal gar nicht möglich. Das ist Quatsch, dass Sie mit 300 Leuten quatschen. Das ist schon mal Blödsinn. Ja, das ist ja bloß eine plausible Rechnung. Wenn man mit jedem 15 Minuten telefoniert, können Sie keine 300 Leute anrufen. Das ist ja schon mal Blödsinn. Nein, die meisten Kunden nehmen ja nicht ab, weil die meisten Kunden bei der Arbeit sind und gar nicht abnehmen können. 90% der Kunden nehmen nicht ab. Und so wie Sie, ich telefoniere jetzt mit Ihnen 7 Minuten, ja, solche Kundengespräche wie mit Ihnen, die sind ganz selten, ja, weil die meisten Menschen sind bei der Arbeit und die können gar nicht abnehmen, deswegen ist das technisch sehr wohl möglich. Ja, aber trotzdem müssen Sie rückrufbar sein. Nein, wir haben doch eine E-Mail gesendet. Das ist deutsches Gesetz. Unsere Kunden, schauen Sie, wir haben zu einer Rückmeldung, ja, wenn unsere Kunden daran interessiert sind, sich rückzumelden, wir schicken Ihnen immer eine E-Mail. Das spielt keine Rolle. Und das spielt wirklich keine Rolle. Die Firma, die euch hier anruft, die muss in jedem Fall immer rückrufbar sein. Natürlich ist klar, dass nicht der Mitarbeiter selbst immer ans Telefon gehen kann, weil der ja auch gerade spricht oder vielleicht auch gar nicht im Haus ist, wenn man den zurückrufen will. Aber die Nummer selbst, die muss immer auf irgendeiner Hotline oder irgendwo landen, dass der Kunde letztendlich weiß, wie er die Firma erreichen kann und wer da dran ist. Das muss man gesagt bekommen. Wenn man versucht, eine Rufnummer zurückzurufen und die geht nicht oder man landet bei Privatleuten, weil die Rufnummer nichts anderes als gespooft und geklaut und ausgedacht ist, die im Display angezeigt wird, das ist schlichtweg illegal. Und darf so auf keinen Fall in Deutschland durchgeführt werden. Aber das interessiert die Betrüger natürlich nicht, weil die wollen einfach nur nicht auffindbar sein. Und da spielt es dann natürlich letztendlich überhaupt keine Rolle, ob die Rufnummer zurückrufbar ist oder nicht. Und da denkt man sich dann halt einfach gerne irgendwelche anderen Argumente aus, ja, warum das halt nicht geht, ne? Spielt überhaupt keine Rolle. Sie müssen unter der Rufnummer erreichbar sein. Nein, das doch. Ist, ich weiß nicht, von wo Sie diese Informationen haben, aber... Ja, ganz einfach. Von der deutschen Netzzentrale, Bundesnetzzentrale, das ist ganz klar. Verbraucherschutzzentrale warnt ebenso davor. Wenn man Rufnummern nicht zurückrufen kann, sind es illegale Callcenter. Ich weiß nicht, von wo Sie diesen ganzen Blödsinn aufgeschnappt haben. Das ist ja kein Blödsinn. Ich weiß nicht, woher Sie Ihren Blödsinn haben. Ich wünsche Ihnen viel Glück mit Ihrer Einstellung. Ja, das wünsche ich Ihnen nicht. Ja, naja, viel Spaß möchte ich dazu sagen. Also, solche Menschen wie Sie habe ich noch nie getroffen. Also, das ist ja, das glaube ich nicht. Was Sie da, ist kompletter Schwachsinn, was Sie genau. da reden. Ja. Das hörst du wahrscheinlich ziemlich oft am Tag, ne? Weder. Betrüger. Immer wieder das Gleiche. Wenn einem dann die Argumente ausgehen, dann entweder werden sie beleidigend, das ist hier in diesem Fall nicht der Fall gewesen, oder die machen sich dann aus dem Staub. Ich habe euch noch ein Telefonat mitgebracht. Ja, hallo, ich grüße Sie. Guten Tag. Spreche ich mit Gerold Steiner, bitte? Ja. Hier ist Emma Henkel von Online-Handelsplattform Sextrade. Sie sind bei uns als Kunde registriert. Es geht Handel mit Bitcoin, mit Aktien. Wissen Sie das bestimmt, ja? Nee, gerade nicht. Sie können bitte bei uns zum Beispiel mit Bitcoin handeln, mit Aktien, mit verschiedenen Kryptowährungen und damit können Sie potenziell Geld verdienen. Okay. Haben Sie eigentlich schon mal Erfahrung in diese Richtung oder ist das neu für Sie? Nö, gar nicht. Was hat man denn davon? Okay. Dann ich werde kurz alle Informationen geben und unsere Plattform zeigen, ja, Herr Steiner. Womit konnten Sie jetzt einloggen, bitte? Mit dem Handy oder mit dem Computer? Na, ich habe ja erstmal eine Frage gestellt. Wie bitte? Ich habe erstmal eine Frage gestellt. Ganz schlecht. Ja, ich höre Sie ganz gut soweit. Ja, bitte? Hallo? Ja. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie, habe ich ja gesagt. Ich höre Sie soweit ganz gut. Okay, gut. Ich habe gefragt, womit konnten Sie jetzt einloggen? Mit dem Handy oder mit dem Computer? Ja, aber ich habe doch zuerst eine Frage gestellt. Ja, bitte? Ja, die Frage war, was ich davon habe. Was meinen Sie bitte, Entschuldigung? Ja, was ich davon habe. Was bringt mir das? Das ist Online-Handelsplattform, ja? Und Sie haben vor einiger Zeit bei uns eine Meldung abgeschlossen und besitzen Sie ein Handelskonto. Ihr Handelskonto ist noch nicht aktiv, ja? Und Sie können bei uns mit verschiedenen Kryptowährungen handeln, damit können Sie potenziell Geld verdienen, ja? Auf unserer Plattform. Und ich werde alle weiteren Schritte erklären. Natürlich am Ende Entscheidung treffen Sie sich selbst, ja? Aha. Ja, und ja, aber ich habe noch nicht so richtig den Sinn verstanden. Okay, da
dann, ich werde kurz so unsere Plattform zeigen, Online-Handelsplattform, ja? Ja, aber was, ja, keine Ahnung. Okay, ich werde einen Link senden per E-Mail. Per E-Mail? Genau. An welche E-Mail-Adresse denn? Sie haben vor einiger Zeit bei uns diese E-Mail-Adresse eingegeben. Ich diktiere gleich, das ist gerold.steiner@. Und dann mzz@span.de. Ach so, ja. Das ist Ihre E-Mail-Adresse, benutzen Sie immer noch, oder? Ja. Okay, dann ich werde einen Link senden per E-Mail. Und sagen Sie mir bitte, womit machen Sie das? Mit dem Handy oder mit dem Computer? Ja, dann muss ich dann erstmal den Computer hochfahren. Der ist noch aus. Okay. Momentan meine ich, Sie können entweder mit dem Computer einloggen oder mit dem Handy. Wie ist es lieber für Sie? Ja, habe ich ja gesagt. Dann muss ich den Computer hochfahren. Okay, Sie können Ihren Computer einschalten. Ich bleibe dran. Und sagen Sie mir bitte am Ende Bescheid. Ja? Haben Sie denn die E-Mail schon geschickt? Ja, bitte überprüfen Sie Ihren Posteingang. Da ist noch nichts da. Okay, eine Sekunde bitte. Schauen Sie im Posteingang. Überprüfen Sie. Ich guck nochmal. Moment. Nee, ist immer noch nichts da. Dann sagen Sie mir bitte, wie lautet Ihre E-Mail-Adresse und ich werde überprüfen, ja? Na, so wie Sie die gesagt haben, war die schon richtig. Okay, sagen Sie mir bitte nochmal und ich werde überprüfen, ja? Na, geroldsteiner@mdccfun.de. Gerold und Steiner zwischen ist ein Punkt, ja? Ja, genau. Schauen Sie im Spam-Ordner oder im Junk. Ist noch nichts da. Wie ist denn die Domain? Ich kann die ja auch selber schreiben. Immer noch nicht da. Okay. Dann Sie können neue Fenster öffnen. Ja, habe ich. Und ich werde unsere Plattform diktieren, ja? Okay, dann schreiben Sie bitte alles klein, aber schreiben Sie im Suchfeld, ja? Oben. Ja, Groß- und Kleinschreibung ist ja bei einer Domain egal. Schreiben Sie bitte C wie Cäsar. E wie Emil. Ja. Dann X. Ja. T wie Theodor. Ja. R wie Richard. A wie Anton. Ja. D wie Dora. E wie Emil. Ja. S wie Siegfried. Ja. .com. Suchen Sie bitte die Webseite. Ja. So. Und sagen Sie mir bitte, was sehen Sie auf Ihrem Bildschirm? Na, die Webseite. Wo ist denn Ihre Firma eigentlich? Konkret, bitte. Konkret, was sehen Sie bitte? Na, Ihre Webseite, habe ich doch jetzt gesagt. Wo sitzt denn Ihre Firma? Okay, was sehen Sie auf Ihrem Bildschirm? Genau. Also, was steht bei Ihnen? Na, Ihre Seite. Ich habe Ihre Webseite auf. Okay, dann lesen Sie mir einfach vor. Damit kann ich überprüfen, das ist unsere Seite oder nicht. Na, Sie haben mir doch die Domain durchbuchstabiert. Da werde ich doch wohl jetzt auf Ihrer Seite sein. Genau. Ja. Und sagen Sie mir bitte einfach, was bekommen Sie zu sehen? Na, Ihre Webseite. Okay, was steht? Lesen Sie einfach vor. Das ist schwierig, oder? Na, ich lese Ihnen jetzt nicht Ihre eigene Webseite vor. Genau. Also, damit kann ich einfach überprüfen, das ist unsere Webseite oder nicht, ja? Ja, Sie haben mir doch Ihre Domain jetzt durchbuchstabiert. Ich bin auf Ihrer Webseite. Ich erkläre Ihnen jetzt nicht Ihre eigene Webseite. Nein, einfach sagen Sie mir bitte, was sehen Sie? Ja, ich habe ja auch eine Frage gestellt. Wo sitzt denn Ihre Firma? Was sehen Sie vor? Lesen Sie mir vor einfach, ja? Möchten Sie keine Fragen beantworten, oder? Ich dachte, Sie wollen helfen, aber Sie beantworten ja keine Fragen. Gar keine. Was meinen Sie bitte? Ja, ich habe gefragt, wo Ihre Firma sitzt.
wir sind in England, aber wir haben mehrere Niederlassungen aus der ganzen Welt, ja? Ach so. In der Schweiz, in Deutschland. Ja. Und wo ist die Firma reguliert? Weil das steht ja auf Ihrer Webseite gar nicht. Hallo? Tja, wenn Sie nicht mit mir sprechen, dann wird es nichts. Sagen Sie mir bitte, was sehen Sie auf Ihrem Bildschirm und ich... Zum 500. Mal. Ich bin auf Ihrer Webseite und ich möchte jetzt gerne von Ihnen wissen, wo Sie reguliert sind. Also, weil das steht auf Ihrer Webseite nicht. Einfach, Sie können mir sagen, was sehen Sie auf Ihrem Bildschirm und ich werde weiter erklären. Ich sehe auf meinem Bildschirm Ihre Webseite. Okay, dann lesen Sie mir vor, was sehen Sie? Wollen Sie mich jetzt hier verarschen? Okay, dann auf Wiederhören, ja? Ich mache dann schon. Ja, Sie scheinen ja Betrüger zu sein, Sie können ja gar nichts. Sie dürfen sowas nicht sagen. Doch, sowas darf ich sagen. Nicht. Auf Wiederhören. Ja, Betrüger. Ja, also das grenzt ja wohl wirklich an mehr als Wahnsinn. Einfach nur absoluter Wahnsinn. Sobald man irgendwelche Fragen stellt, sind die Betrüger eigentlich schon raus und wissen überhaupt nicht, was sie überhaupt machen sollen und können auch überhaupt nicht mehr weiterhelfen. Und naja, grundsätzlich wird dann eigentlich nur noch aufgelegt. Tja, so ist es halt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, schreibt gerne mal was in die Kommentare dazu. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.